Und damit herzlich willkommen zurück zu Inside. Wir sind an einem ziemlich guten Punkt angehalten. Nicht so weit, Assi. So, runter bitte. Danke. Steuerung hatten wir wieder ein bisschen checken. So, Sekunde. Das da drauf. Dann da wieder hin. Ich mache jetzt einen kleinen Spoiler für alle, die das nicht wissen wollen, wie weit wir ungefähr sind. Schalten gleich mal so ab. Ich zähle gleich kurz runter, falls ihr gerade nicht am Rechner sitzt. Ne? Einfach so, ja, einmal 5 Sekunden überspringen oder was das sind. 3, 2, 1. Freddy sagte so, wir sind ungefähr bei Ende des ersten Drittels. Also auch wieder nicht so viel. Ne? Also finde ich jetzt nicht so krass, was wir, wie lang das Spiel noch ist. Muss ich ehrlich sagen, habe ich mehr erwartet. Also ich habe irgendwie erwartet, dass das Spiel länger ist. What the fuck, Alter? Ja, und jetzt? Stehe ich noch nicht? Junge, fast runtergefallen, ey. So, zack und weiter. Ne, also ungefähr, nur dass ihr Bescheid wisst, wie lang es wahrscheinlich noch dauert. Habe ich zugegebenermaßen echt krass verwundert. Also ich habe damit gerechnet, dass das Spiel noch lange nicht durch ist. Ah, ich muss aufhalten. Okay, ich muss auf jeden Fall früher anhalten. Maximal hier oder so. So. Ich bin offensichtlich noch an der Kante hängen geblieben, okay. Also ein Tuck weiter. Wäre cool, wenn man unten Schatten sehen würde. Das mochte ich in Spielen gerne. Das sollte passen. Sehr schön. Dann wollen wir da mal checken, ob hier hinten irgendwas ist. Ist es? Was ist denn das? Okay, aber eventuell sogar was zum Weiterkommen. Ich hatte jetzt mit was mit Kabeln gerechnet. Wir haben echt schon lange keine Kabel mehr gefunden. Ja, entspann dich. Meine Fresse, Alter. Echt schon lange keine Kabel mehr gefunden. Das belastet mich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir haben es übersehen, aber wahrscheinlich haben wir das nicht mal. Meine Güte. Egal. Ich kann jetzt demnächst endlich mal wieder ein bisschen voraufnehmen. Hoffe ich. Muss ich aber auch bald, denn ich fahre jetzt demnächst nochmal ein paar Tage weg. Kurzurlaub. Allerdings nicht weit weg. Wir so ein bisschen durch Deutschland fahren. Ein paar schöne Orte angucken. So, Servus. Ich weiß übrigens noch nicht, was nach Inside kommt. Ich hätte Bock auf weitere so ein Spiel. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch sehen wollt. Ich sehe da draußen gar nichts. Ich drücke einfach mal einen Knopf. Hui! Sollte ich diesen Knopf drücken? Weiß ich nicht, Bruder. Wahrscheinlich steigt dann der Wasserspiegel wieder, ne? Ja. Auch ziemlich cool. Anzweifeln, dass der Bums hier so funktioniert, aber okay. Ich nehme mal an, ich muss auf den Knopf drücken und dann schnell hier hochschwimmen. Oh,
Oder ich gehe hier mal raus. Das könnte ich mir natürlich auch erstmal angucken. Was bist du? Was bringt mir das jetzt? Ich glaube, ich habe hier gerade einen Bug, dass das Wasser in dem Raum steht. Ja, sieht ein bisschen verbuggt aus. Das verstehe ich nicht. Pass auf. Im Prinzip muss ich doch nur so machen. So, oder nicht? Bin fertig. Warum kann ich wieder in den Raum reinklettern? Das verstehe ich noch nicht. Ich habe erwartet, ich bin tot. Bin ich ehrlich. Ich dachte gerade, ich habe es mir verbaut. So. Ich schätze, den müssen wir da reinfummeln. Ich begreife noch nicht ganz, was wir hier tun sollen. Also klar, ne, das machen wir jetzt hier gerade, damit wir an die Kette kommen. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, wofür der Dingens da ist. Also, dass wir wieder in den Raum reinkommen. Habe ich noch nicht verstanden. Eventuell ist das auch nur irgendwas... Oh, Straßenmann. Eventuell ist es auch nur, um irgendwas zu vermeiden, dass man sich nicht festbacken kann oder so. Kein Plan. Das ist ein Suchscheinwerfer, okay. Okay. Da mussten wir aber gerade schnell sein, ey. So. Servus. Na, nächstes Mal sollten wir es schaffen, oder? Nee! Ey! Anmerken, ich habe von Anfang an in die richtige Richtung gedreht, aber irgendwie wollte das nicht so richtig erkennen. Frechheit. So. Das war jetzt vielleicht nicht so gut, ne? Guten Tag. Da ist auf jeden Fall eine Luke, wo wir rein wollen. Die war aber eng. Aua. Okay, hier ist nichts. Da geht's runter. Den Sprung werde ich nicht schaffen. Oh, okay. Interessant. Das habe ich nicht kommen sehen. Kann ich da rüber springen? Scheinbar nicht, weil das kriege ich... Ah, okay, die Kette ist ewig lang. Entgleiste... Straßenbahn oder sowas in der Art. Ich wollte nicht loslassen. Bisschen creepy hier unten. Naja, wird schon richtig sein, ne? Meine Güte, ey. Das sieht hier unten ja wirklich nicht so gesund aus.
Wieso laufen wir geduckt? Hier ist... Na, da hinten sind Köter. Haben die uns gesehen? Gott, bitte nicht, ey. Ich muss sagen, Hunde in dem Spiel finde ich ja Abfuck. Die sind echt anstrengend. Die wollen dann halt dauernd, ne, ficken und so. Zack, wieder totgebissen. Stehe nicht so drauf, muss ich zugeben. Gibt's hier unten irgendwas? Sieht schlecht aus. Ja, ich tauche doch schon wieder auf. Chill. Guck mal jetzt trotzdem nochmal hier unten um. Nicht, dass ich irgendwelche gelben Kabel übersehe. Ne, sieht schlecht aus, okay. Juti. Bin doch schon wieder aufgetaucht. Ich muss gleich mal eine ganz kurze Unterbrechung einlegen. Ich würde sagen, das mache ich hier noch im Wasser. So, kurze Unterbrechung. So, Unterbrechung schon zu Ende. Hier kommt doch gleich ein Köter, oder? Mensch, wer hätte damit rechnen können? Jo, der kann schwimmen! Der Drecksköter, Alter. Haben die noch nie gemacht. Was ist denn hier, wenn ich jetzt tauche? Ich möchte jetzt mal auch noch ausprobieren, ob der auch tauchen kann, der Drecksköter. Ja, komm doch! Wuffi! Na, komm doch her! Der Drecksköter kann nicht... Okay, er kann tauchen, aber er braucht echt lange dafür. Wo kommen die denn her? Na, die kommen noch gleich hier durch, oder? Wie soll ich das denn noch schneller machen? Also, das ist faktisch halt einfach nicht möglich. Ich habe so schnell gemacht, wie ging. Ich kann nicht schneller machen. Also klar, ich hätte jetzt noch eine Sekunde schneller das machen können, aber auch dann fressen die mich doch. Kommt doch. Das war zu schnell, oder? Ja, okay, ich muss noch ein Brett abbauen. Entschuldigung. Wie wär's, wenn du da erstmal eine Tür einbaust, die ordentlich mit Schaum ausschäumst. Dann muss die Zarge noch eingestellt werden, ja. Der Abstand muss ja auch passen. Ey, Junge, ey. Bau doch noch mehr ab. Drecksköter, ey. Also ich muss sagen, das ist ja auch einfach... Das ist nicht cool. Das ist ja wirklich gemacht, um das Spiel zu strecken. So, okay, wow. Ich habe den Sinn und Zweck verstanden. Ich kletter fünfmal über den Zaun. Und darf halt den ganzen Scheiß 80 Mal machen. Also dreimal, um genau zu sein. So, danke. Dumme Köter. Das ist kein gelbes Kabel, das heißt, das können wir nicht aktivieren irgendwo. Servus. Jetzt müssen wir hier nach unten. Okay, er hält sich nicht automatisch fest. Warum auch? Festhalten, schmesthalten, sage ich immer, ne? Aber wenn man schnell drüber läuft, hält er sich halt nicht fest. Cool. I guess. Mach doch. Danke. Es ist sehr verzauberungserweckend hier unten alles aus. Aber da ist natürlich ein erleuchtetes Fenster und da steht ein Typ.
Okay. Guten Tag. Ich wollte gerade sagen, halt dich fest. Kann ich das fahren? Ich kann das fahren, lol. Die steckt da ein. Das ist ja arschwitzig, Alter. Okay, hier will ich wahrscheinlich rein, aber die Tür ist zu. Da oben komme ich rein. Haben wir mal ein Stück geradeaus. Hä, warte mal, irgendwo kam ich hier doch rein. Habe ich das jetzt übersehen? Wahrscheinlich, ne? Warte mal, bin ich dumm? Irgendwo kam ich hier doch rein, oder nicht? Okay, ist natürlich absolut möglich, dass ich gerade komplett lost bin, aber ich bin gerade, glaube ich, komplett lost. Hätte ich oben noch einen Schalter bedienen müssen? Nur hier ist offensichtlich nichts. Also da oben komme ich auch nicht weiter. Nee, ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht raus. So, ich fahre mal ganz nach darüber und leuchte mal die. Komme ich da nicht rein? Ne, da komme ich nicht rein, okay. Ich dachte, da komme ich rein. Schade. Da komme ich auch nicht rein. Und unten die Tür ging ja nicht auf. Na, da ist zwar eine Tür, aber da komme ich ja nicht rein. Ah, das Ding kann chargen. Wirkt ein bisschen wie ein Ozean, muss ich sagen. Erinnert mich jetzt gerade stumpf an Subnautica. Ich wollte gerade mal gucken, ob es platzt, wenn ich das zu lange mache. Guck mal, da unten ist irgendwas. Hallo, was bist du? Hallo, Bliert. Okay, zumindest stand es schon unter Wasser. Wenn ich irgendwo quasi so einen riesen Stöpsel habe, dann ist das ja auch nicht gut, ne? Dann sagt auf einmal das Wasser ganz schwer. Das wäre gar nicht gesund. Hier ist eine Wand. Okay. Und da auch. Ist hier unten auch einer? Ja, ne, ist nicht. Okay. Da geht's weiter, schon zwei. Ich habe immer noch keine gelben Kabel wieder entdeckt. Leider. Aber ich habe gesehen, dass es noch mehr Achievements gibt. Die darauf hindeuten. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch welche irgendwo mal. Ich glaube, wie gesagt, dass ich eins bereits übersehen habe. Das ist hier über mir. Ah. Guck mal, wir sind wieder irgendwo, wo ich aussteigen könnte. Gibt's hier was? Okay, ne, ich kann hier nur wirklich aussteigen. Ich dachte, vielleicht kann ich ja auf
Die Schräge hier. Leider nein, leider gar nicht. Okay, das sieht mir ziemlich gefährlich aus, was wir hier machen können. Nämlich irgendwie den Staudamm hier einreißen oder eine Wand. Sagen wir einfach mal eine Wand. Upsi, bisschen zu weit oben. Da passiert gerade zugegebenermaßen irgendwie nicht so viel, ne? Weiß ich nicht. Da oben könnte noch was sein, hier. Da noch? Nö. Nee. Begreife ich gerade nicht, was ich noch tun soll. Ich meine, ich kann natürlich noch mal hier ganz unten machen. Aber irgendwie passiert hier nicht mehr. Ah, das war ja auch schon so hell. Weiß ich nicht. Durch die Tür bin ich reingekommen, oder? Ja, genau, das war das Holzstück. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich tun soll. Schauen wir mal nach oben. Vielleicht ist hier was passiert? Nö. Nicht so wirklich. Das geht auch nicht. Ich fahre mal ein Stück zurück. Ne? Also das einzige Stück, was ein bisschen anders aussieht, ist das hier. Da passiert aber nichts mehr. Warte mal. Kann ich da durchschwimmen? Irgendwo. Das ist ja jetzt so eine Frage, ne? Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Gut, ich würde aber sagen, was wir hier machen, sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!